Dieses Buch ist toll. Hä? Was ist los? Den nehme ich. Nein, lass los. Hör auf damit. Ich verschwinde. Hey, komm zurück. Hi, Molly. Ich mag dein Kleid. Aha. Oh, dieses alte Ding. Aber danke, echt nett von dir. Aha. Wir sollten zum Unterricht gehen. Ich schnapp mir nur mein Buch. Das brauche ich jetzt. Okay, ich bin bereit. Lass uns gehen. Ich bin froh, wenn... Oh, meine Halskette klemmt. Ah! Oh nein, sie ist kaputt. Das ist eine Katastrophe. Oh nein. Keine Bange, ich weiß, was zu tun ist. Gib mir einen Moment. Ich brauche eine Kugel Modellierton. Die drücke ich flach. So sollte es gehen. Jetzt brauche ich ein Messer. Ich muss den Ton schneiden. Ich mache eine Mondform. Das kann weg. Jetzt brauche ich einen Eisstiel. Ich mache Vertiefungen in den Ton. Einmal komplett die Form entlang. Ich erstelle ein Muster. So entsteht eine Struktur. Dann schiebe ich einen Haken in den Ton. Und noch einen auf die gegenüberliegende Seite. Jetzt wird es Zeit für Farbe. Ich nehme Silber. Für den gewissen Mondstyle. Ich tupfe mit dem Pinsel drüber. Jetzt muss nur noch eine Kette ran. Ich mache daraus eine Halskette. Ich schüttle sie einfach ein bisschen. Wow, das war's. Genau, was ich wollte. Hey, Mindy. Ich habe die für dich gemacht. Guck sie dir an. Hoffe, sie gefällt dir. Wirklich? Du hast die gemacht? Wow, das ist echt lieb. Komm schon, mach sie um. Unglaublich, dass du die gemacht hast. Die ist toll. Du hast die verdient. Ich hatte noch nie so eine. Die passt zu deinem Stil. Wow, das ist ja voll cool. Oh, ich bin so müde. Hä? Der war vorher noch nicht da. Oh, ein riesiger Pickel. Oh, du hast einen dicken Pickel. Hm, wir könnten den ausquetschen. Hey, vielleicht hilft mein Schleim. Gib mir den. Das ist eine gute Idee. Wow, der ist so klebrig. Ich reiße ein Stückchen ab. Perfekt. Der kommt auf den Pickel. Ist wie eine Gesichtsmaske. Und jetzt warten. Komm schon, Schleim. Zeig, was du kannst. Das ist lange genug. Wow, der Pickel ist weg. Danke, Molly. Wow. Was? Was ist los? Nein, das kann nicht sein. Da sind so viele Pickel. Ich brauche den Schleim. Hey, der war auf meiner Nase. Nein, die sind noch da. Warum? Warum musste das passieren? Das Leben ist echt grausam. Warte, sie sind weg? Puh, zum Glück. Ich war schon panisch. Wir sehen fabelhaft aus. Also, ich liebe dieses Kleid und das würde mir auch super stehen. Lass mich mal sehen. Oh, wow. Guck dir das an. Das gefällt mir. Sie sieht so hübsch aus. Ich wäre auch gerne so braun. Hey, du siehst doch gut aus. Aber vielleicht kann ich helfen. Zuerst brauche ich eine Silikonmatte. Da lege ich Karton drauf. Der Spiegel kommt in die Mitte. Jetzt ziehe ich den Umriss nach. Ich brauche einen perfekten Kreis. Ich halte den Spiegel fest. Der soll ja nicht verrutschen. Okay, das war's. Der Spiegel kann runter. Jetzt brauche ich eine Schere. Ich schneide den aus. Ich muss nur der Linie folgen. Perfekt. Der Rest kann weg. Jetzt kommt meine treue Klebepistole. Ich ziehe Linien um den Kreis herum. Ich mache Dreiecke. Die muss ich noch ausfüllen. Das ist wichtig. Ich darf keine Stellen auslassen. Ich gehe einfach hin und her. Alle Lücken werden gefüllt. Der erste ist fertig. Jetzt kann ich es anmalen. Ich tupfe schwarze Farbe drauf. Dafür nehme ich einen Schwamm. So wird die Schicht gleichmäßig. Ich male jeden Abschnitt an. Aber vorsichtig, wenn ich in der Nähe des Spiegels bin, dann wechsle ich zur Goldfarbe. Ich tupfe etwas auf das Schwarz. Das wird ein schöner Kontrast. Und ein echt toller Effekt. Okay, gleich geschafft. Der Spiegel ist fertig. Aber es gibt noch eine Sache zu tun. Okay, it's showtime. Ich muss den Spiegel ausrichten. Huh? Wow, es wird so warm und hell. Mindy, du bist gebräunt. Wow, meine Haut ist golden. Ich sehe fantastisch aus. Danke, Molly. Kein Problem, dafür sind Freunde doch da. Hallo, du. Redest du mit mir? Hallo. Hast du Durst? Oh ja, danke. Oh, das war zwar nicht, was ich gemeint habe, aber Wasser ist Wasser.
kostenlose Dusche, richtig? Mann, das war witzig. Ich hole mir später noch ein Wasser. Pass auf die... Ah! Blöde Bananenschale. Ah, was ist mit dem ganzen Müll? Bin ich arm? Welches? Wie das wohl schmeckt? Oh, so lecker. So schokoladig. Was soll das? Oh Gott. Sorry, muss geträumt haben. Klingt so, als könntest du so eine gebrauchen. Hier. Danke. Oh, wie eklig. Was ist das? Suppe? Die muss 100 Grad warm sein. Kein Wunder, dass sie so schlecht schmeckt. Hey, ich weiß. Hast du warme Limo? Gieß sie in einen Becher und steck ein Eisstäbchen rein. Sobald es gefroren ist, zieh das Ding raus. Wow, jetzt ist die Limo eiskalt. Viel besser als normale Limo. Dieses Haar ist bereit für den Unterricht. Und wo sind die Bücher? Aha! Ich brauche heute wirklich viel. Was habe ich vergessen? Wo ist meine Federtasche? Ich könnte schwören, sie liegt hier irgendwo. Oh Gott! Gib dir her, du dumme Maus! Ich brauche die wirklich, okay? Ja! Unfassbar! Hey, eine alte Chipsdose. Damit kann ich was anfangen. Mach Heißkleber entlang der Seiten drauf, etwa so. Dann im Zickzack. Drehe die Dose jetzt auf den Kopf und trage Kleber entlang der unteren Kante auf. Und vergesst die Mitte nicht. Ein kreuz- und quer verlaufendes Muster ist gut. So, drehe jetzt das ganze Ding um und hol die Dose raus. Klebe das Ober- und Unterteil auf. Und dann den Reißverschluss drauf. Federtasche, wer möchte? Wow, ich bin handwerklich begabt, wenn es darauf ankommt. Aber ich will nicht zu spät kommen. Schön. Okay, wer ist als nächstes dran? Hallo. Kannst du lächeln? Toll, danke. Tschüss. Igitt. Schon mal was von Zahnarzt gehört? Hä? Oh, die sehen schlimm aus, hä? Los, werde sauber. Was soll ich damit anfangen? Das ist so peinlich. Hey, ich habe eine Idee. Schneide Wachspapier rechteckig zu. Dann mach Zahnpasta in die Mitte. Das sieht ziemlich gut aus. Nun streu Backpulver drüber. Danach verteile es mit deinem Finger. Jetzt ist es fertig. Klebe das einfach direkt auf deine Zähne. Und jetzt warten wir. Nach 20 Minuten nimmst du das Papier wieder ab. Oh, schau dir diese perlweißen Zähne an. Gut gemacht. Lächle schön breit, okay? Warte, heute ist nicht Elvas Geburtstag? Unglaublich, dass ich den vergessen habe. Ich habe hier irgendwo ein Geschenk. Oh, definitiv nicht hier drin. Das hier? Nee. Ein Strandball? Nee. Luftpolsterfolie? Na klar, die ist super vielseitig. Also, was kann ich damit machen? Oh ja. Schneide ein kleines Quadrat aus. Dann nimm Farbe, um oben einen Rand zu machen. Mach ihn so gerade wie möglich. Mach jetzt weiter mit Reihen. Ist das Teil nicht cool? Ist das Ava? Hey, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe dir was ganz Besonderes gemacht. Danke, das macht so viel Spaß.
beschäftigt mich für Stunden. Ich bin so froh, dass es dir gefällt. Ich liebe meine beste Freundin. Das ist genau meine Mucke. Die Sonne fühlt sich toll an, oder? Was liest du da? Das ist aber ein schickes Teil. Da hat jemand Juwelen im Kopf. Bin gleich zurück. Hallo, haben Sie sowas? Sie haben Glück. Wie gefällt dieser Ihnen? Oh, ich weiß nicht, ob ich den bezahlen kann. Dieser? Noch teurer. Und was ist mit diesem? Oh Mann. Warten Sie kurz. Hilfe, was soll ich tun? Ja! Siehst du diesen Marker? Nutze einen Klebestift, um ein lustiges Design zu machen. Mach weiter und achte darauf, dass du rundum gehst. Zieh es ab, sobald es trocken ist. Wow! Was? Wähle eine Hand. Die hier. Okay, die hier. Tada! Ist der für mich? Der ist so einzigartig. Ein echter Ring und er gehört mir. Das brauche ich nicht mehr. Ich liebe ihn. Meine Nägel selbst zu machen nervt. Aber ich kann mir keine Maniküre leisten. Was ist das? 2 Euro? Das kann ich mir definitiv leisten. Hallo? Kann ich dir helfen? Sag du's mir. Was für eine Monstrosität. Ich fürchte, das wird dich etwas kosten. Was willst du? Die Preise sind unverschämt. Ich fürchte, das ist alles, was ich habe. Nicht viel, siehst du? Oh, Schätzchen. Dann werden es Klebepistolennägel. Die nehme ich. Zuerst lege etwas Wachspapier aus. Mache einen Kreis mit dem Kleber. Dann lege ein weiteres Stück obendrauf und drücke es mit einem Bügeleisen an. Sobald das erledigt ist, nimm das Blatt runter und skizziere deine Hand auf dem Kleber. Versuche, die ganze Hand zu erwischen. Siehst du, wie die Nägel umrissen sind? Lackiere sie jetzt, wie du es normalerweise tun würdest. Rot war eine gute Wahl. Ziehe dann die Nägel ab. Und sie sitzen perfekt. Siehst du? Sie sind wunderbar. Natürlich sind sie das. Es läuft wieder nichts Gutes im Fernsehen. Was ist das? Oh mein Gott, die muss ich haben. Siehst du die? Die brauche ich. Worauf wartest du dann? Los! Hä? Wer bist du? Oh, na gut. Nimm sie, gerne. Miss, bitte sehr. Ja, ich liebe sie so sehr. Ab in den Müll. Hä? Warte mal. Echt jetzt? Ich kann's nicht fassen. Guck dir die an. Die sind so schön. Denk nicht dran, du willst sie? Dann musst du bezahlen. Okay, na gut. Ich hab das hier, reicht das? Super, danke. Ja! Warte, was ist das auf dem Schuh? Kein Problem, das kann ich reparieren. Schauen wir mal, wo ist er? Oh, da ist ja der Marker, den ich gesucht habe. Zeit, die kaputte Stelle zu übermalen. Das funktioniert ja voll gut. Wow, die schauen wie neu aus. Ich kann nicht fassen, wie viel Glück ich mit diesen Schuhen hatte. Und dann hat sie den Test auch total verhauen. Krass, wo hast du die Schuhe her? Was, bist du jetzt reich oder so? Ich muss nur kurz meine Füße ausruhen. Und meine Schuhriemen zumachen. Hä, was macht sie da? Ich kapiere es nicht. Sie ist so komisch. Lass uns abhauen. Was zum Henker? Wo gehen die hin?
glaube, es ist Zeit aufzustehen. Ah, ich habe gut geschlafen. Uff, mein Haar ist ganz schön zerzaust. Gut, dass ich meinen Kamm habe. Autsch, sei vorsichtig, Kamm. Sei sanft zu mir. Schon fertig? Viel besser. Ich check's mal im Spiegel. Ja, heute sehe ich definitiv gut aus. Wow, du bist so hübsch. Oh, danke, Mama. Genieß dein Frühstück, Schatz. Das sieht gut aus. Frühstück ist meine Lieblingsmahlzeit. Autsch, wow, das Brot ist ganz schön hart. Dann trinke ich mal lieber Wasser. Ah, ich habe so gut geschlafen. Geld ist doch echt die beste Decke. Hallo, ich brauche ein bisschen Liebe. Hier, ich brauche Zuneigung. Oh, du bist so süß. Oh, komm schon. Na gut, hier ist noch mehr Geld. Oh, du bist so ein gutes Mädchen. Und so hübsch. Zeit ist um. Im Ernst? Du bist echt die schlechteste Mutter. Hier, ist das genug, um deine Liebe zu kaufen? Schauen wir mal. Oh, da ist ja mein süßes Mädchen. Guckt gerade jemand? Es ist Süßigkeitenzeit. Was macht die da drüben? So ein kleiner Schokoriegel ist ja peinlich. Snacks bitte. Ach du meine Güte, so viele Süßigkeiten. Oh, was soll ich bloß nehmen? So lecker. Dieser Film soll echt großartig sein. Was ist das für ein Geräusch? Wow. Oh, hi. Wow. Nein, danke. Oh nein, ich bin voller Schokolade. Ich muss mein Gesicht säubern. Das wird lecker. Oh, hallo. Willst du was abhaben? Oh, hast du den Trailer gesehen? Okay, jetzt bin ich bereit zu flirten. Warte, was? Halten die etwa Händchen? Oh, ich kann es nicht glauben. Sie hat echt immer Glück. Ich nehme den Ring, bitte. Wow, der Diamant ist so schön. Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie sich das anfühlen würde. Oh, ich weiß. Ich frage mich, ob ich ihr vielleicht helfen kann. Oh ja. Hey, ich habe hier eine Überraschung für dich. Diese Nelke ließ mich an dich denken. Oh, das ist so süß. Und ich habe diesen Ring für dich. Oh mein Gott, ich kann es nicht fassen. Okay, ich bin bereit. Okay, hier kommt er. Da. Ein Traum wird wahr, ich muss Fotos machen. Du bist echt der Beste. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ja, nimm den blöden Ring weg. Ach, meine Haare sind in meinem Gesicht. Okay, dann brauche ich wohl einen Haargummi. Habe ich einen in der Hosentasche? Oh mein Gott, ich habe einen Kaugummi gefunden. Mein Tag ist gerettet. Juhu! Guck dir dieses perfekte Stück Kaugummi an. Hey, kann ich auch ein Stück Kaugummi haben? Klar, hier. Hey, hab gehört, du hast Kaugummi. Claro, du kannst auch was abhaben. Hier, auch für dich. Und für dich. Endlich Zeit, diesen Kaugummi zu kauen. Sind alle bereit? Es ist Kaugummi-Zeit. Das ist ein mega leckerer Kaugummi. Was ist das auf meiner Jeansjacke?
Na schön, dann ziehe ich sie halt aus. Okay, was soll ich jetzt tun? Das ist schon mal ausgeschlossen. Ich glaube, die Jacke könnte passen. So, schon viel besser. Hey, was ist das? Oh, ein paar Scheine. Und was ist da drin? Cool, sogar noch mehr Geld. Perfekt, um meine Schuhe zu putzen. Jetzt muss ich das ganze Geld aufheben. Oh, wow. Schau mal diesen Kuchen an, der sieht so toll aus. Und jetzt zum anderen Dessert. Gott, ich wünschte, ich hätte diese Kuchen. Und jetzt dieses riesige Überraschungsei. Schauen wir mal, was drin ist. Ich liebe diese Schokolade. So cremig. Oh, ich wünschte, ich hätte auch so cremige Schokolade. Vorsicht, Nerd. Woohoo, Party. Zieht euch das rein. Ich liebe Lernen. Zeit für schöne Bräune. Wow, so viele Fische. Ich sehe immer gut aus. Oh, du könntest auch Puder gebrauchen. Lalalala, ich fange besser mit dem Putzen an. Lalala. Das war seltsam. Was ist gerade passiert? Ich sollte besser meine Bücher holen. Oh, Miles, du bist zum Träumen schön. Unsere Babys würden klug und schön werden. Eines Tages finden wir zueinander. Das wird wie im Märchen sein. Hi, Miles. Schön, dich hier zu sehen. Was geht, Babe? Siehst gut aus. Ich? Ach, hör doch auf. Du bist so lustig. Mir gefällt dein, Gesicht. Wir sollten mal zusammen abhängen. Halt, stopp. Zieh dir das rein. Gefällt dir das? Flirten ist meine leichteste Übung. Ich mach Thunfisch. Du bist so witzig. Du hast einen roten Teppich verdient. Wieso kommst du nicht rüber? Wir sollten uns näher kennenlernen. Wir wären das perfekte Paar. Aus dem Weg, Nerd. Hey, Mia. Willst du mit mir zur nächsten Stunde laufen? Aber ich dachte, ich wäre diejenige. Lass uns gehen. Ich dachte, wir wären auf einer Wellenlänge. Wie unfair. Was mache ich jetzt? Ich weiß, ich heitere mich mit Essen auf. Ich bin stets vorbereitet. Im Falle eines Notfalls frisst die Sorgen weg. Das sieht lecker aus. Den lasse ich mir schmecken. Ach, komm schon. Mein leckerer Burger. Kann der Tag noch schlimmer werden? Was zum? Oh, das ist ja wunderprächtig. Jetzt werde ich auch noch nass. Wenigstens habe ich mein Burgerbrötchen. Miles sieht heute gut aus. Er ist so himmlisch. Ich könnte ihm jeden Tag zusehen, aber natürlich nicht als Creep. Also dann, Klasse, der Unterricht beginnt. Mathe, ist das hier nicht Erdkunde? Was soll's? Mathe, wie cool. Hoffentlich haben es die Gleichungen in sich. Oh, die ist echt knifflig. Ups. Wow, das war genial. Ich habe Superkräfte. Wow, das ist so cool. Ich probiere etwas anderes aus. Ich bin unaufhaltbar. Ups, mein Stift. Gefangen. Hier, den hast du fallen gelassen. Danke, Miles. Das bringt mich auf eine Idee. Oh, bitte. Das ist so armselig. Das wird ein Papierflieger. Wie so eine Art Luftpost. Miles wird meinen Humor lieben. Bereit zum Abflug? Hä? Was war das? Wow. Oh nein, wo fliegt der hin? Hab ich dich. Wem gehört der? Oh, da steht etwas drauf. Miles und Sarah
Ich kann das erklären. Oder auch nicht. Ihr beide liebt mich. Ich freue mich auf die Pause. Hey, Tischnachbarin. Nee, also, das kannst du vergessen. Das nächste Mal vielleicht. Als ob. Ich muss meinen Ruf bewahren. Dann sitze ich eben hier. Hey. Bedienung. Hier, für dich, Mia. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Die Schlange war riesig. Danke, Miles. Du bist so ein Goldstück. Was machst du da? Huhu, Bedienung. Vielleicht muss ich anders schnipsen. Ich probiere mal was anderes aus. Hey. Hallo. Stopp, bin gleich wieder da. Was ist denn mit dir los? Jetzt essen wir zusammen. Nur zu. Oh, das sieht so gut aus. Hm, das schmeckt gut. Was ist jetzt schon wieder? Sie ist so eklig. Voll lecker. Echt jetzt? Gesundes Grünzeug. Ich bin wie ein Hase. Was isst du denn jetzt? Ich will gar nicht hinsehen. Ich hab auch Hühnchen. Yam, yam, yam. Rede nicht mit mir. Ich muss los. Aber ich bin doch noch nicht fertig. Oh, dann nehme ich ihren Sitz. Sie riecht sowas von gut. Ich esse besser alles auf. Sie ist so seltsam. Das war ein schöner Abend. Aus der Bahn! Wow! Was hast du nur angerichtet? Ups, sorry, hab dich nicht gesehen. Lass mich dir helfen. Wage es nicht, mich anzufassen. Sieh nur, was du mir angetan hast. Mein armer Rock ist völlig durchnässt. Tut mir echt leid. Der trocknet wieder, hoffe ich. Sei vorsichtig. Oh, ich habe eine Idee. Gib das her. Das könnte nützlich werden. Was geht denn da ab? Schon viel besser. Wow. Das Outfit steht mir nicht. Ich fühle mich wie eine Prinzessin. Was? Aber wie? Mir gefällt es. Den kannst du wieder haben. Achtung! Gefangen! Der passt zu dir. Wow, sie sieht so gut aus. Ich weiß. Kann ich das auch? Vorsichtig. Liegt es am Hüftschwung? Autsch! Hey, was treibst du da? Wisch das sofort auf! Bin ja schon dabei. Das ist anstrengender als erwartet. Beachtet mich nicht. Cool bleiben. Da ist er. Hi, Miles. Redest du mit mir? Wie geht's dir? Echt jetzt? Du bist ein Nerd. Ich mach die Fliege. Ich wollte doch nur freundlich sein. Ich hab's. Ich zieh die Brille aus. Und probier neue Kleidung an. Ich liebe diese Schuhe. Fehlt nur noch Make-up. Und eine schicke Frisur. Das Makeover hatte ich echt nötig. Das fühlt sich toll an. Der Look steht mir. Hi, Mia. Wie oft denn noch? Hi, ich bin Sarah. Was hast du denn an? Wir sollten mal zusammen abhängen. Oh, okay. Wie läuft man in den Dingern? Nein! Was ist denn da hinten los? Bin direkt hinter dir. Ich hasse High Heels. Vorsichtig. Ach, die Schule. Auch bekannt als Ort, an dem man um Anerkennung kämpft. Ihr seht richtig, Zeit für eine Party, Leute. Wow. Justin sieht richtig heiß aus. Was? Ich wette, ich könnte auch so cool sein. Oh yeah. Hey Leute, ist das, was TikToker so machen? Sieh da bloß nicht hin. Boom! Zu viel des Guten? Oh, ich werde niemals beliebt sein.
Endlich hat die Pause begonnen. Ich hoffe, das Essen ist auch schön frisch. Hey! Hey! Okay, dann zeig mal her. Sieht schleimig aus. Habt ihr diese Art von Gericht noch nie gesehen? In Japan ist das der Renner. Na, wenn du das sagst. Oktopus schmeckt am besten. So gut. Na, hoffentlich ist das nicht giftig. Lecker. Wie hält man diese Dinger denn? Diese Pause werde ich nicht vergessen. Ich konnte seit heute Morgen nur noch an die Pause denken. Ich habe mir so etwas Gutes eingepackt. Und zwar Cupcakes. Diese Cupcake-Sorte esse ich am liebsten. Sind das Cupcakes? So einen hätte ich viel lieber. Darf ich? Na klar. So ein Glück. Keine Tentakelbeinchen mehr in meinem Mund. Hey, guck mal hier. Hä? Ich will auch einen. Darf ich auch einen haben? Hey, wo sind meine Freunde? Ashley? Aber sie ist ein Niemand. Hätte ich doch lieber Sandwich mitgebracht. Ja, Justin? Er ist ganz allein. Ich habe nur noch einen Cupcake. Hä? Naja, wenn du darauf bestehst. Setz dich dazu. Das schmeckt tausendmal besser als roher Fisch. Dieses Outfit ist mega cool. Leute, kommt rein, Homies. Was geht? Bereit für die Party? Oh, du bist auch hier, Ashley. Ist es okay, dass ich auch hier bin? Ich denke schon. Dankeschön. Ich war noch nie auf einer richtigen Party. Was ist das denn? Eine Art Spiel? Blau. Selfie-Time, Leute. Die Party ist mega. Woohoo! Das landet mal sowas von auf Insta. Lass uns noch eins machen. Was geht, Party-People? Nice. Hey, ich sehe furchtbar aus. Hier, halt du mal. Geh nicht zu nah ran, okay? Wie viele willst du denn noch haben? Ich hätte eher Lust darauf. See ya. Kann ich mitspielen? Klar. Hey, Leute, lass uns eine Runde zocken. Wähle zuerst deine Farbe. Nice. Was? Meine Party ist absolut ruiniert. Getroffen. Das ist echt lustig. Wo ist denn nur der Stift? Wer trampelt da so? Oh. Hey, pass doch auf. Schön, dass ihr da seid, Ladies. Ist das zu glauben? Ich liebe dich. Das werde ich jede Nacht unter mein Kissen legen. All das nur wegen ihm? Oh, Ashley. Mein Quiz. Oder vielleicht willst du ein Autogramm von mir? Weil ich einfach so beliebt bin. Bitte, nicht alle auf einmal. Okay, hier für dich. Hat sie den Verstand verloren? Du weißt, dass das der Test ist, nicht wahr? Mehr Glück beim nächsten Mal, junge Lady. Oh nein, Moment. War das etwa der Test? Oh, was habe ich mir nur dabei gedacht? Meine erste 6. Hey, zieht euch die Heulsuse rein. Haha, Weirdo. Moment, ich gebe auch Autogramme, seht ihr? Die Story ist echt krass. Leute, das ist eure erste Aufgabe für heute. Möchte mir jemand die Lösung sagen? Justin? Hat er gerade meinen Namen gesagt? Okay. Hey, was geht, Süße? Oh, Justin. Wow. Mir ist plötzlich so heiß. Das sollte ich mit links schaffen. Zieht euch das rein. Bin voll dabei. Ich könnte ihm ewig zusehen. 17 mal 5? Wie ist das, hä? Yay! Unglaublich! Bravo!
100? Oh, er liegt sowas von daneben. Psst, mir doch egal. Schau, Herr Lehrer. Ich will. Ich kenne die Lösung. Ashley? Ja, ich schaff das. Die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Ashley, was ist das alles? Sehe ich gerade richtig? Hat ein bisschen länger gedauert. Aber ich hab's geschafft. Klasse, eine Runde Applaus für Ashleys Lösung. So eine Angeberin. Na, dann setz dich mal wieder hin. Ja, das hast du gut gemacht. Ich muss mich bei so vielen Leuten bedanken. Oh! Du dachtest doch nicht etwa, dass ich deinen Geburtstag vergesse, oder? Nicht schwingsen. Ich hoffe, es gefällt dir, Ash. Okay, aufmachen. Du hast dich an mein Lieblingsbuch erinnert. Das ist unglaublich. Vielen, vielen Dank. Nicht der Rede wert. Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Alles okay. Bin bereit. Hier komm ich. Ich kann fast deine Lippen spüren. Au! Justin? Wie peinlich bist du denn? Oh, ich muss hier weg. Oh Gott. Ich bin echt beim Tagträumen gestürzt. Oh Mann. Hey. Ja, vielleicht gibt's doch noch Hoffnung. Oh, dieses Mal passiert es vielleicht wirklich. Für dich. Ein Liebesbrief? Echt? Ich liebe dich. Wie romantisch. Oh. Ashley, alles in Ordnung. Aha. Kannst du den bitte weitergeben? Der ist für sie? Heute ist einfach nicht mein Tag. Für mich? Hey, lass los. Was steht da drin? Oh, ich liebe dich auch, Kuschelbär. Das soll aufhören. Yep. Der Stuhl ist sicher. Bequemer Stuhl ist aufgestellt. Aber der Tisch muss abgewischt werden. Frei von Bakterien und dekoriert. Wow, was ist das ganze Zeug? Hallo, ist der Platz noch frei? Hey, bedeutet das ja? Mies gelaunt, was? Whee! Das ist ja klasse. Das sieht so toll aus. Eindringling am Platz bestätigt. Ma'am, verlassen Sie sofort den Platz. Okay, okay, schon gut. Meine Güte. Bücher vergessen. Okay. Soll ich wirklich hier sitzen? Naja, ich nehme, was ich kriegen kann. Halt! Sind Sie Justin? Körperscan aktiviert. Alter, du kennst mich doch. Schon viel besser. Ugh, das ist perfekt. Wo ist mein Getränk? Plastikfreier Strohhalm? Perfekt. Na, so gefällt mir der Unterricht. Schule ist gar nicht so übel, oder Ashley? Also dann, Klasse, lasst uns den neuen Schüler begrüßen. Ashley, sag Hallo zu deiner neuen Klasse. Ein Neuling? Seltsam. Hi. Ich werde Sie herzlich willkommen heißen. Passt alle auf. Schön, euch alle kennenzulernen. Oh, halt, meine Bücher. Oh, hört auf, Sachen zu werfen. Ich war's nicht. Diese Jungs hören wohl nie, oder? Tut mir echt leid. Okay. Hallo. Wow. Mein Gott. Ist alles okay? Oh je. Oh, warte. Nein. Tut mir wirklich leid. Entschuldigung, ich muss hier kurz durch. Sorry. So sorry. Sorry. Oh, Dolly, dein Haar ist so wuschelig. Kaum zu glauben, dass sie noch mit Puppen spielt. Oh, hi. Magst du Puppen? Findest du auch, dass sie schön glänzendes Haar hat? Sorry, ich muss los.
Ich glaube, er versteht's einfach nicht. Dolly ist etwas schmutzig. Vielleicht braucht sie noch eine neue Frisur. Stillhalten, Dolly, das wird dir nicht wehtun. Hier noch ein bisschen. Dein zerfleddertes Kleid bringe ich auch in Ordnung. Dolly, du siehst viel besser aus. Hier, du sitzt direkt neben mir. Fantastisch, wie gut Dollys Umstyling geworden ist, oder? Was zum Geier, wer bist du? Wo kommst du her? Dolly, unglaublich, dass du zum Leben erwacht bist. Wie bist du ein Mensch geworden? Bitte hör auf, mich anzutippen, Wendy. Das ist unhöflich. Unfassbar, dass du vor mir sitzt. Das ist wahrscheinlich das Verrückteste, das mir jemals passiert ist. Dolly, wäre es okay, wenn wir ein Foto machen? Yes! Guck dir die Fotos an, die ich gemacht habe. Warte, sehe ich wirklich so aus wie auf diesen Fotos? Dolly? Oh, ja, Wendy, das sind auch nicht die besten. Hey, beachte diese Fotos nicht. Nimm den Spiegel und schau dich an. Ich kapier's nicht. Was soll ich mir denn anschauen? Warte hier kurz, okay? Ich frag mich, wo sie hingeht. Naja, sie wird schon wiederkommen. Und mit dem Spiegel kann ich auch gleich ein paar Pickel ausquetschen. Ich drück an dem hier ein bisschen rum. Eklig. Und dann drück ich den gleich aus. Der ist geplatzt. Oh, hier auf meiner Wange ist auch noch einer. Wendy, ich bin wieder da. Und ich habe meine Tasche dabei. Warte, was machst du da mit deinem Gesicht? Oh, ich drück nur meine Pickel aus. Ich kann's nicht ändern. Verstehe. Aber ich habe da was Besseres für dich als deine Finger. Hä? Was ist das? Sieht aus wie ein Gadget. Okay, schätze, ich drück den Knopf und halte das Ding an mein Gesicht. Oh mein Gott, das hat meinen Pickel entfernt. Ist das gerade wirklich passiert? Fantastisch! Das ist ja echt ein magisches Gerät. Das ist keine Magie, nur Wissenschaft. Das ist so cool. Ich mache damit gleich mal weiter. Mal gucken, ob ich alle Pickel in meinem Gesicht loswerden kann. Ja, das machst du gut, Wendy. Weiter so. Oh, vielen Dank, Dolly. Ich habe auch noch etwas für dich. Willst du es ausprobieren? Ja, Mann, natürlich. Ich probiere alles, was du hast. Ich trage diese Grüntee-Maske einfach auf meine fettige Haut auf. Mein Kinn und meine Nase sind definitiv Problemzonen. Danke, Dolly. Okay, hier hast du die Roll-On-Maske zurück. Gern geschehen. Und du hast sie auch schon lange genug einwirken lassen. Ja, super. Dann nehme ich dieses Tuch und wisch die Maske einfach ab. Wow, guck mal, wie sie sich um meine Mitesser gekümmert hat. Wie cool, meine Haut sieht jetzt so viel besser aus. Das tut sie. Und jetzt zum nächsten Schritt. Was ist das denn? Irgendwie Klebeband? Ah, für meine Augenbrauen. Und was soll das bringen? Das wird mir doch die Augenbrauen ausreißen, oder? Ja, also, warte kurz. Ich zieh das Band nun von deinem Gesicht ab. Wow, guck dir das an, es hat meine Augenbrauen in Form gebracht. Unglaublich, dass ein Streifenklebeband das alles kann. Oh, vielen Dank, Dolly, du bist die beste Freundin aller Zeiten. Lass uns ein neues Foto machen. Oh, ich denke, ich muss dann zur Schule. So ein Mist. Hab meinen Rucksack. Oh, hey, Dolly, was gibt's? Was? Was ist denn? Willst du das zur Schule anziehen? Ja, was ist daran falsch? Nichts, aber ich habe einen Vorschlag für dich. Hier, setz dich auf die Couch. Mal sehen, was du im Kleiderschrank hast. Oh, hey, schau nur, wie hell und fröhlich diese Farbe ist. Dieses Oberteil? Wirklich? Ja, ich finde, das ist genau das Richtige für dich, wenn du zur Schule gehst. Okay, gut, dann ziehe ich das Teil halt an. Hier noch den Arm durch. Okay, fertig. Ja, das steht dir sehr gut. Warte noch kurz. Na gut. Zum Glück habe ich Schokolade zum Naschen dabei. Oh, das ist ein schöner Haarreif aus Samt. Der ist perfekt. Der steht dir wunderbar. Oh, ich habe noch eine tolle Idee. Okay, was habe ich noch hier zu futtern? Ausgezeichnet, die Jeans passt perfekt. Jeans? Wirklich? Na gut. Okay, dann halt mal meinen Nutella, während ich mich umziehe. Oh Mann, die sind so eng. Ich krieg die kaum an. Ja, die kriege ich nicht zugeknöpft. Oh, Wendy, das bedeutet für dich keine Süßigkeiten mehr. Was? Aber ich liebe Süßigkeiten. Oh, fein. Gut, dann versuche ich mal, die Hose zuzuknöpfen. Au! Au, au! Okay, wow, du hast sie zugeknöpft bekommen. Ich habe echt keine Ahnung, wie du das geschafft hast. Bestimmt Puppenmagie. Du siehst so süß aus. Hier ist dein Rucksack. Viel Spaß in der Schule.
Wow, das war viel Arbeit, sie fertig zu machen. So viel Verpackung. Sie hat viel zu viel Junkfood gegessen. Dann werde ich nun aufräumen und das zum Müll bringen. Warte, wer ist das? Ist Wendy hier draußen? Yes! Oh, hi, Dolly. Ich muss los. Das war ein Schokoriegel. Sie muss hier irgendwo sein. Da! Oh, Dolly. Oh, Wendy. Ich habe so einen Hunger. Ich brauche einfach ein paar Snacks. Oh, hallo, Wendy. Wie kann ich dir heute helfen? Hm, was war das für ein Geräusch? Ich glaube, das kam aus dem Kühlschrank. Ich sollte nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Oh, hallo, Dolly. Komm aus dem Kühlschrank, Wendy. Das ist zu kalt da drin. Komm mal her und gib mir das Nutella-Glas auch. Iss statt der Schokolade doch eine Banane. Die ist viel gesünder. Was? Eine Banane? Ach komm schon, das ist kein geiler Snack. Das ist der richtige Snack für dich. Ich erledige den Abwasch. Oh, das ist voll mies. Hey, warte mal, ich habe eine richtig gute Idee. Guck, Dolly gerade? Nee, sie ist mit Abwaschen beschäftigt. Okay, ich habe meine schicken Bananenmaschine. Dann lege ich mal los. Piu, piu. Nun muss ich die Stange einstechen und dann drehen. Nun ziehe ich sie wieder heraus und der Kern der Banane kommt mit. Sieht schon ein bisschen komisch aus. Und nun schiebe ich die ausgehöhlte Banane hier drauf. Und hier mache ich mein leckeres Nutella hinein. Das müsste reichen. Nun drücke ich den Hebel runter. Ja, die Banane ist mit Nutella gefüllt. Ich kann es kaum erwarten, sie zu essen. Wendy? Oh, hi, Dolly. Ja, ich esse die Banane als Snack, siehst du? Puh, das war knapp. Aber ich glaube nicht, dass sie irgendwas mitbekommen hat. So ein geiler Schokohaselnuss-Snack. Oh mein Gott, das ist so lecker. Die beste Banane, die ich jemals gegessen habe. Hey, bin von der Schule zurück. Zum Glück. Und hey, ich sehe immer noch gut aus, obwohl mein Make-up aufgefrischt werden könnte. Oh, ups. Muss natürlich meine Brille absetzen. Ich will nur etwas Foundation auftragen. Okay, das sollte reichen so. Und nun zur Mascara. Ich muss nur meine Wimpern damit bedecken. Ups, bin an die Augenlider gekommen. Ach, das passt schon. So sieht es ziemlich gut aus. Habe ich gut hinbekommen. Dieser pinke Lippenstift ist mein absoluter Liebling. Das sieht so toll aus und gefällt mir echt gut. Oh, Wendy, du bist zu Hause. Was machst du denn da? Oh, ich verstehe, du schminkst dich. Lass mich das Ergebnis mal sehen. Ja, ich brauchte auf jeden Fall eine Auffrischung. Dolly? Dolly? Oh mein Gott, geht's dir gut? Komm, ich helfe dir auf die Beine. Was ist los mit dir? Warum bist du umgekippt? Und warum hast du dich geschminkt? Oh, habe ich dir noch nicht gezeigt? Guck hier, das Poster für die Modenschau. Eine Modenschau? Verstehe. Wenn du dabei sein möchtest, dann helfe ich dir lieber. Komm mit mir. Huh? Setz dich auf die Couch. Was? Ich muss dein Make-up richten. Aber ich habe so viel Zeit damit verbracht. Oh, na gut. Dann schminke ich mich ab, aber nur, weil du es gesagt hast. Ja, und denk auch an den Lippenstift. Gut gemacht, Wendy. Und nun kommt mein Make-up-Koffer. Wow, was zum Geier, wo hast du den Koffer her? Hier bewahre ich mein ganzes Make-up auf. Schau hier, du machst flüssige Foundation hier oben drauf. Siehst du, wie schnell sich das dreht? Sehr schnell sogar. Okay, das sollte reichen. Damit tragen wir nun die Foundation auf. Wow, das fühlt sich irgendwie schön an. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Fertig, siehst du? Deine Haut sieht makellos aus. Fantastisch! Und was hast du für Mascara da drin? Oh wow, du hast unechte Wimpern! Ja, die habe ich. Du brauchst keine Wimperntusche auftragen. Halt schön still und ich mache dir die Wimpern dran. Und wie sehen die aus? Ich wette, fantastisch. Oh, die Lippen. Okay, ich glaube, das ist lang genug. Sehen die gut aus? Sie sehen toll aus. Die Farben passen perfekt zu dir. Aber du musst noch was anderes anziehen. Okay, los geht's. Dolly, du hast voll den guten Sinn für Mode. Das sieht echt fantastisch aus. Oh, guck, wir sind fast gleich angezogen. Okay, wir gehen. Oh, ich bin voll nervös, seitdem wir hier sind. Weißt du was? Nein, ich mach das doch nicht. Ich bin viel zu nervös. Es ist alles okay. Einfach tief durchatmen. Du schaffst das. Ups, sorry. Entschuldige. Ich bin wegen der Modenschau hier. Naja, ich schätze, sie sieht ganz gut aus. Hi! Wow, du siehst voll toll aus. Dein Oberteil gefällt mir. Ich wusste, das würde klappen. Ich bin so müde. Wow! Autsch! Kekse, lecker! Mein Glückstag!
Goldkekse mag ich am liebsten. Danke, du kannst gehen. Ich liebe Zeit für mich. Mmm, lecker. Ha, ich werde etwas in dem Magazin lesen. Wow, das ist hübsch. Oh nein, Mama! Mindy, ich sehe, was du da tust. Es ist Zeit zum Lernen. Okay, entspann dich. Besser. Braves Mädchen. Ja, klar. Bücher lesen ist für Nerds. Ich stöbere lieber in diesem Magazin. Wow, das brauche ich. Ich rufe direkt an. Hallo? Ich möchte Ihren besten Controller haben. Sofort. Wow, das nenne ich guten Service. Schau nur. Wow, der ist großartig. Mama darf ihn aber nicht sehen. Was geht hier vor sich? Ups. Versuchen wir mal was. Was geht hier vor sich? Oh, das macht Spaß. Steht dir, Mama? Hör sofort auf damit. Wow, ein Einhorn. Mindy, ich bin echt sauer. Hör auf! Nein, Mama! Warum hast du das getan? Jetzt ist er kaputt. Schnapp dir deine Bücher sonst. Ich will sehen, wie du arbeitest. Happy Birthday, Gabby! Ich hoffe, es gefällt dir. Danke, Mama! Noch eine Box? Das ist echt spannend. Öffne sie. Okay, das wird irgendwie komisch. Mama? Mach weiter, komm schon, schau rein. Ist da wieder eine kleinere Box? Papier. Moment mal, du machst Witze. Ich bekomme eine Kreditkarte? Ich kann's nicht glauben, du bist die Beste. Ach, ich weiß. Ich werde so viele Sachen kaufen. Ich wollte schon immer eine Schuhsammlung haben. Das wird so glamourös. Hummer. Das beste Leben. Und alles dank meiner Kreditkarte. Gabby, juhu. Hey, deine Fantasie geht mit dir durch. Was ist denn, Mama? Du Dummerchen, schau genau hin. Das ist für deinen PC. Oh, danke, Mama. Wie cool. Spannende News, Party. Ich liebe Partys. Wow, das wird echt cool. Das wird total lustig werden. Scheint, als wäre wirklich jeder eingeladen. Ich mache mich besser fertig. Aber ich brauche etwas Make-up. Ich habe eine Idee. Ich benutze Ketchup als Lippenstift. Und dieses Tablett dient als Spiegel. Die Farbe steht mir gut. Sieht gut aus und lecker noch dazu. Oh nein, ich habe echt viele Pickel. So kann ich nicht weggehen. Was soll ich denn nur tun? Vielleicht mit diesem Schwamm abschrubben? Ich hoffe, das funktioniert. Au! Funktioniert nicht. Ah! Meine Haut sieht schrecklich aus. Das Mehl. Damit werde ich sie überdecken. Ich klopfe es einfach auf die Haut. Das wird alle Makel überdecken. Das sollte reichen. Mal sehen, wie es aussieht. Oh nein! Ich sehe aus wie der Weihnachtsmann. Ich werde es nie zu dieser Party schaffen. Alles ist sinnlos. Dieser Kaffee ist total kalt. Moment mal. Das ist die perfekte Gesichtsmaske. Einen Versuch ist es wert. Okay, das war's. Jetzt muss ich warten. Meine Haut sieht toll aus. Let's party. Nicht so grob. Das reicht. Du leistest schreckliche Arbeit. Sorry, Ma'am. Die Gesichtsmaske. Einen Moment, Ma'am. Bereit? Ach, gutes Aussehen erfordert viel Arbeit. Meine Haut glänzt total. Wow, so hell. Nimm das Kleid. Oh, das gefällt mir. Hat jemand das Licht angemacht? Jeder starrt mich an. Jemand ruiniert die Party? Bin schon unterwegs. Okay, raus mit dir. Lass mich runter. Ich kann wieder sehen. Etwas zu gelb. Schon besser? Oder doch nicht. Jeden Tag das Gleiche. Oh, ich hab's. Deine Lieblingsfarbe. Nein,
Wie schwer ist es bitte, schöne Schuhe zu finden? Hier muss doch was zum Anziehen für mich sein. Ach, nichts. Alles langweilig. Oh, hallo. Ich will diese Schuhe. Diese? Ganz da oben? Los, hol sie mir. Ich glaube, ich bin etwas zu klein. Bin gleich wieder da. Entschuldigung. Vorsichtig, Lady. Hab sie gleich. Woo! Tolle Wahl, Ma'am. Sie sehen toll aus. Ich liebe sie. Bye. Wow. Nur noch die Schuhe und es kann losgehen. Da sind sie ja. Mein einziges Paar, aber ich liebe sie. Ups. Nein. Au. Ach, was ist passiert? Sie sind kaputt gegangen. Na toll. Was soll ich jetzt anziehen? Stiefel passen nicht dazu. Omi schläft. Und ihre Schuhe sind schön. Ich werde sie mir einfach ausleihen. Ganz vorsichtig. Sie darf nicht aufwachen. Hab sie. Das perfekte Verbrechen. Ich werde sie direkt anprobieren. Sie sind zu groß. Irgendwas muss ich doch tun können. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich benutze mein Haarband. Sind deine Schuhe zu groß? Wir haben die Lösung. Trage etwas Kleber an der Innenseite des Schuhs auf und schnapp dir ein farblich passendes Band. Klebe ein Ende des Bandes an den Schuh. Das verleiht extra Style und sie passen. Wow, ich liebe meine neuen Schuhe. Nun, theoretisch sind es Omas Schuhe. Aber das muss ja niemand erfahren. Langsam. Fast geschafft. Scheint, als hättest du zu kämpfen. Hey, komm zurück. Ah, was für ein Tag. Zeit für etwas Feuchtigkeitscreme. Komm schon. Da muss doch noch was drin sein. Okay, ich versuch's mit der Zahnpasta-Methode. Ich werde es zusammendrücken, bis ein Tropfen rauskommt. Komm schon. Ernsthaft? Nichts? Okay, dann reibe ich es an der Tischkante. Komm schon. Das ist echt nervig. Das nehme ich persönlich. Ich habe keine andere Wahl. Zeit für Verstärkung. Nimm das. Wow, es hat funktioniert. Jetzt kann ich mich endlich eincremen. Ich werde keinen Tropfen verschwenden. Oh ja, das fühlt sich gut an. Meine Haut ist wie neu. Was soll ich damit machen? Wegwerfen oder behalten? Ziel getroffen. Ich nehme die. Oh, ich habe Gutes davon gehört. Und die hier. Das ist süß. Vorsichtig. Fang. War's das? Komm schon. Wow, so viele Produkte. Was soll ich zuerst probieren? Das sieht gut aus. Ich drücke es einfach in die Schüssel. Schon leer? Wenn ich alle benutze, wird meine Haut strahlen. Wow, das ist echt viel. Ich mische besser alles. Mm, das riecht so gut. Mein ganz eigener Zaubertrank. Sieht echt gut aus. Ich freue mich schon, sie aufzutragen. Meine Haut verdient nur das Beste. Und die Gurken nicht vergessen. Ha, das sollte reichen. Wie sehe ich aus? Was? Mein Gesicht ist total grün. Da stimmt doch was nicht. Was ist da schiefgelaufen? Nein, das war Haarfärbemittel? Das sieht lächerlich aus. Wow, das Buch war faszinierend. Was steht als nächstes auf der Leseliste? Oh, ein Huggy-Wuggy-Comic. Nimm deine Finger von mir! Haha, erwischt! Warum machst du das? Du bist voll kindisch.
Das war nicht lustig. Wird Zeit für eine Revanche. Hier. Nimm die. Was zum... Was ist los? Wenn du Huggies Lippen willst, bekommst du sie. Wovon redet sie? Wow, das hat tatsächlich geklappt. Meine Lippen sehen toll aus. Ich schnapp mir meine Bücher für den Unterricht. Wow, da ist Leo. Er sieht so hübsch aus. Du bist es, Hazel. Hey, Leo. Wir sollten mal ein Foto zusammen machen. Wirklich? Wir? Klar. Was machst du da? Ich habe eine bessere Idee. Nicht bewegen. Oh, okay. Wie sieht's aus? Ich druck's noch aus. Schau's dir an. Was? Was soll das? Das sieht viel besser aus. Aber... Ach, komm schon. Es ist eine Verbesserung. Du bist so gemein. Ich kann nicht glauben, dass er das gemacht hat. Was ist das für ein Geheule? Oh, hey, Hazel. Was ist los? Es ist wegen Leo. Er hat mein Bild zerrissen. Warum ist das Leben so grausam? Was hat er gemacht? Keine Panik. Wir bringen das in Ordnung. Das kriegen wir nie hin. So, wir brauchen nur die magische Gadgetbox. Hä? Was ist das? Das wird dir gefallen. Pass auf. Hier kommt der Hai. Na, den brauchen wir aber nicht. Das war seltsam. Hä? Was hat das hier zu suchen? Ich habe mich schon gefragt, wo es ist. Hä? Oh, ich liebe die. Die macht so viel Spaß. Guck mich nicht so an. Echt nicht. Ich werde sie ausdrücken. Guck dir den ganzen Dreck an. Das fühlt sich voll gut an. Der bricht quasi aus. Das ist ziemlich cool. Ich mach doch nur Spaß. Bleib bloß weg von meinen Pickeln. Genau die brauchen wir. Die lösen jedes Problem. Ich probiere alles aus. Diese kleinen Pickelpflaster decken jede Unreinheit ab. Und sie unterstützen die Heilung. Wow, als würde man in der Zukunft leben. Du musst nur die Pickel damit abkleben. So einfach ist das. Okay, und was jetzt? Wir warten, bis der Zauber gewirkt hat. Ziehen wir sie jetzt ab? Ich bin voll gespannt. Wow. Du siehst toll aus. Meine Haut fühlt sich auch toll an. Du strahlst. Ich will das sehen. Wow. Danke, Julie. Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen deinen Look anpassen. Lass uns ein paar Farben ausprobieren. Nicht bewegen. Wow, Hazel? Was ist passiert? Hau ab, Streberin. Hazel, du brauchst meine Nummer, weil du musst mich anrufen. Das glaube ich nicht. Was? Warum habe ich das verdient? Oh, hey, Julie. Ich bin total nervös. Ich auch. Aber wir werden Spaß haben. Komm her. Oh, du bist so süß. Wow, habe ich einen Schnauzbart? Meine Haare. Das ist voll peinlich. Ist okay. So war es passiert. Tut mir voll leid. Ist schon gut. Mach dir keine Gedanken. Oh nein, bitte nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Will dein Haar meine Hand fressen? Nicht ziehen. Oh, das ist nicht gut. Oh, ein Ungeheuer. Ich brauche die wieder. Das tut mir so leid. Das wäre eine Katastrophe. Das darf nicht passieren. Was ist los? Schau dir das an. So kann ich doch nicht rausgehen. Die ist so platt und langweilig. Furchtbar. Ich weiß, was zu tun ist. Komm her. Wirf die Perücke weg. Phew, eine Erleichterung. Ich brauche die magische Box. Alles, was du brauchst, ist hier drin. Das gibt deinem Haar das gewisse Bling. Du brauchst keine Perücke. Oh, das ist ja spannend. Dann fangen wir mal an. Ich klippe den Schmuck einfach ans Haar. Wow, das sieht toll aus. Zeig mal. Wow, das ist schön. Mach weiter. Ich fahre damit durch den Rest deiner Haare. Das geht schnell und einfach. Machen wir noch ein paar farbige ran. Sieht glamourös aus. Wirklich? Ich will das sehen. Wow, danke, Hazel. Das gefällt mir. Du bist die Beste. Oh, hey, Julie. Ich bin froh, dass wir uns treffen.
Wow, deine Haare. Voll der Hammer. Und glitzert schön. Okay, langsam wird's unheimlich. Du siehst so hübsch aus. Das ist ein echt fesselndes Buch. Uah, ein Monster. Warte, Julie? Ja? Was geht? Wow, du siehst toll aus. Ja, ich weiß. Aber du siehst anders aus. Du könntest auch ein Makeover vertragen. Ja, okay. Was kann schon schiefgehen? Juhu, ich wusste, dass du das sagst. Komm, los geht's. Was zuerst? Wie wär's mit Piercings? Nee, das ist mir zu schmerzhaft. Ja, wenn der echt wäre. Guck dir das an. Ziemlich cool, was? Ah, warum machst du das? Der ist nicht echt. Siehst du? Guck, das sind Magnete. Ich hab kein Piercing. Wow, das ist echt cool. Los geht's. Alles, was wir brauchen, ist hier drin. Hier für dich. Ich liebe Überraschungen. Ich hatte gehofft, es wäre ein Diamant. Wann hast du die das letzte Mal benutzt? Das stecke ich mir nicht in die Nase. Ist okay, zieh sie einfach auseinander. Okay. Hey, das hat geklappt. Ja, es sind Magnete. Dann stecke ich mir mal welche an. Das ist total aufregend. Ich fange mit meinen Ohren an. Hey, das sieht gut aus. Das ist irgendwie entspannend. Das könnte ich ewig machen. Meine Mutter erlaubt mir keine Piercings. Sie wäre jetzt auch total wütend. Okay, jetzt zu meiner Nase. Ich mache auch welche an meine Lippen. Oh, meine Augen. Meine Augenbrauen. Das wird cool. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Oh, jetzt ist es besser. Oh, mein Piercing. Was ist los? Oh ja, du darfst nicht niesen. Wir müssen den finden. Hast du ihn? Nichts. Der muss hier irgendwo sein. Einfach verschwunden. Das ist sinnlos. Vielleicht ist ein Nasenpiercing doch nichts für mich. Hey, behalte deine Hände bei dir. Hey, siehst du ihn? Schnapp ihn dir. Der klebt am Kühlschrank. Das war ein kräftiger Nieser. Da ist kein Popel dran. Der geht nicht ab. Komm schon. Das darf doch nicht wahr sein. Julie, Hilfe. Was dauert das denn so lange? Hazel, was machst du da? Ach komm, hör auf rumzualbern. Wow, du steckst fest. Ich helf dir. Das ist echt ein starker Magnet. Sorry, Hazel. Du wirst wohl hier bleiben müssen. Und dann nimm doch was. Versuchen wir es anders. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Ich habe das nicht ganz durchdacht. Einfach drücken. Ich versuch's ja. So sieht unser Leben jetzt aus. Oh ja, das ist eine gute Dehnung. Das fühlt sich super an. Es geht doch nichts über eine schöne Yogastunde. So entspannend. Ich spüre, wie meine Anspannung nachlässt. Das habe ich gebraucht. Langsam. Ich hab's gleich. Was ist das für ein Krach? Ist okay. Blockiere das. So ist's besser. Hä? Irgendwas stimmt nicht. Das sieht nicht gut aus. Ich kann das beheben. Was machst du da, Julie? Kümmere dich nicht um mich. Ich schminke mich nur. Zumindest versuche ich's. Ist kniffliger, als es scheint. Hey, du ruinierst mein Zen. Sorry, bin schon fertig. Was zum... Ich sehe aus wie ein Panda. Ah! Atme den Stress einfach weg. Und dehnen. Ich hab da was für dich. Bin ich gut zu dir oder was? Vielleicht bekomme ich dann wieder Ruhe und Frieden. Das habe ich gehört. Probier's damit. Die werden dein Problem lösen. Jasmine, hier drüben. Was? Gib mir deine Wasserflasche. Warum? Das wird dir gefallen. Langsam wird's komisch. Ich gieße das Wasser in dieses Glas. Das reicht schon. Und jetzt wird's lustig. Diese geheimnisvolle Zutat kommt da rein. Nur Spaß, das ist nur Sand. Los geht's. Bist du bereit, überrascht zu werden? Wow, guck dir das an. Unglaublich. Das ist so cool. Wie hast du das gemacht? Und jetzt mit deiner anderen Farbe. Ich kipp den dazu. Und die Magie beginnt. Wissenschaft ist echt erstaunlich. Aber ich bin noch nicht fertig. Jetzt kommt der Löffel zum Einsatz. Du wirst nicht glauben, was gleich passiert. Guck, das verwandelt sich wieder in Sand. Verrückt, oder? Jetzt mische ich das. Guck's dir an. Das könnte ich ewig machen.
Das ist Zauberei. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Aber ich bin echt begeistert. Ich muss das aufnehmen. Mach weiter. Ich hol den jetzt raus. Das fühlt sich echt seltsam an. Ich wusste, dass dir das gefällt. Jetzt zum Unterricht. Oh, hi, Cheryl. Jasmine, guck mal, was ich hab. Wow, die ist ja schick. Ich hab auch eine Puppe. Warte, ich zeig sie dir. Aber meine Puppe hat mehr Zubehör. Sie hat sogar einen Mantel. Ja, schick. Aber guck dir meine Puppe an. Oh, ich ignoriere den Lutscher. Ich nehme den. Das war's. Meine Puppe ist viel schicker. Ja, ich sehe schon. Meine Puppe braucht ein Makeover. Und guck dir ihre Stiefel an. Sie gehört auf den Laufsteg. Sie ist so glamourös. Sie hat bessere Schuhe als ich. Na egal. Wenigstens habe ich Parfüm. Damit fühle ich mich besser. Du kriegst auch was. Ich wusste, dass du Tiere magst. Hey, was macht Jasmine da? Vielleicht hilft mir der Nagellack. Aber was mache ich mit dem? Ich schenke dir neue Schuhe. Ups, Bärfeld. Wow. Mach dir bequem. Ich bemale deine Füße mit dem Nagellack. Ich lasse keine Stelle aus. Dann muss der Nagellack trocknen. Mit der UV-Lampe geht's schneller. Das müsste reichen. Jetzt brauche ich Klebeband. Das wickle ich um die Füße. Jetzt wieder zum Nagellack. Der kommt innen ans Klebeband. Ich mache das rundrum. Dann wieder unter die Lampe. Schauen wir mal. Ich entferne das Klebeband. Der Nagellack ist hart geworden. Und schon habe ich Absatzschuhe. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich mache jetzt Nagellack auf diese Folie und drücke die Sohle drauf, damit sie flach wird. Und fertig. Wow, maßgeschneiderte Schuhe. Aber ich mache die noch schicker. Ich steche mit der Nadel in den Absatz und fülle Öl ein. Jetzt kommt der lustige Teil. Ich spritze da jetzt Lebensmittelfarbe rein. Die wird sich mit dem Öl vermischen und es entstehen kleine Blasen am Absatz. Wie bei einer Lavalampe. Probieren wir sie an. Wow, die passen perfekt. Deine Schuhe sind fertig, aber deine Haare sind total zerzaust. Das sieht nicht gut aus. Ich liebe diese Schuhe. Hier, nimm die Bürste. Danke, Cheryl. Die brauche ich jetzt. Sie sieht schon viel besser aus. Stimmt. Aber sie braucht neue Kleidung. Nimm dieses Kleid. Ich denke, das wird dir stehen. Und weißt du was? Wie wär's mit einem pelzigen Freund? Na los, nimm ihn. Wirklich? Bist du sicher? Na klar, beste Freundin. Wow, das ist echt nett. Komm, wir gehen mit ihnen spazieren. Tolle Idee. Wow, Kleine, du siehst total gut aus. Du aber auch, Süße. Und ich liebe deine Schuhe. Das macht so viel Spaß. Wir sollten das öfter machen. Willkommen zum Computerkurs, Klasse. Fangen wir an, okay? Das ist deine Tastatur und das sind die Tasten. Nun zum wichtigen Teil. Sprecht mir nach. 1, 2, 3, go. Okay, ich verteile jetzt die Laptops. Schaut sie euch in Ruhe an. Dieser Kurs ist seltsam. Da sagst du was. Klappt sie einfach auf. Bitte sehr, Cheryl. Wow, das ist mein Butter-Laptop. Ziemlich süß, Cheryl. Und das ist deiner, Jasmine. Das muss ein Irrtum sein. Ih, der ist schmutzig und eklig. Oh, voll schlimm. Mit dem habe ich mir aber die 1 verdient. Ha, das ist kein Laptop, das ist eine Katastrophe. Wie auch immer, du weißt, Karma gibt's wirklich. Och, nee, es wird immer schlimmer. Der ist so staubig. Oh, das tat gut. Der Staub hat meine Allergien ausgelöst. Was stimmt nicht mit dir? Karma hat mich erwischt. Sorry, war keine Absicht. Und ich dachte, der Laptop wäre schon schlimm. Ich wisch den besser ab. Schon besser, ha? Huh? Also, macht euch vertraut mit diesen Tasten. Ich habe diese Zettel gemacht, damit ihr wisst, um welche es geht. Echt jetzt? Ich habe da eine Idee. Damit dieser Kurs lustig wird. Ich brauche nur ein Blatt Papier. Ich male das Alphabet drauf. Jeder Buchstabe hat seinen eigenen Stil. Jetzt male ich die aus. Aber nicht über die Linien malen. Das wird toll aussehen. Ich mache das auch mit den anderen. Jeder bekommt eine andere Farbe. Die Lücken male ich schwarz aus. Ist schon fast wie im Kunstkurs. Aber ich beschwere mich nicht. Das macht Spaß. Bin fast fertig. Das ist der letzte. Die sehen gut aus. Jetzt schneide ich die aus. Und dann kommen sie auf die Tastatur.
Dafür nehme ich eine Pinzette. Auf die Rückseite habe ich Klebstoff gemacht und die Pinzette hilft dabei. Sonst wird's unschön. Ich klebe den auf die entsprechende Taste. Das mache ich auch mit den anderen. Wow, guck dir das an. Das ist so schön bunt. Probieren wir sie aus. Das verdient eine 1. Hä? Huh? Oh, das gucke ich mir genauer an. Ausgezeichnete Arbeit, Jasmine. Hey, juhu. Was ist? Machst du mir auch so eine Tastatur? Ich bezahle dich. Wir sind im Geschäft. Danke. Aber was mache ich damit? Da fehlt noch was. Oh, richtig. Wer kann diese Aufgabe lösen? Irgendjemand, hm? Huh? Was ist mit dir, Jasmine? Hoffe, hier sitzt noch eine Jasmine im Kurs. Also, wenn ich das zusammenzähle und dann... Nein, so wird das nichts. Oh, so schwer ist das doch nicht. Hey, kannst du mir helfen? Wow, das ist schwer. 1, 2... Nee, das war's mit Mathe. Ich habe Besseres zu tun. Wow, wie cool. Das ist schon eher mein Fall. Wer braucht schon Mathe? Ist doch nutzlos. Das ganze Denken macht mich müde. Ich ruhe nur kurz meine Augen aus. Hey, schlafende Schönheit, wach auf. Ich kann dir helfen. Guck dir das an. Was ist hier los? Wach sofort auf. Hä? Was ist los? Wie kannst du es wagen, hier zu schlafen? Löse diese Aufgabe sofort. Okay, ich gebe mein Bestes. Aber ich habe keine Ahnung. Warum hat sie mich drangenommen? Hilft mir jemand? Du bist auf dich allein gestellt. Viel Glück, du wirst es brauchen. Ich weiß die Lösung. Ich bin nicht gut unter Druck. Nun, wir warten. Fang an. Okay, Gehirn, enttäusch mich nicht. Endlich, jetzt pass auf. Kapiert? Wow, das ist so einfach. Was? Wo bin ich? Okay, ich mach's. Sie wirkt zuversichtlich. Ich ziehe zuerst Linien. Jede Zahl bekommt die entsprechenden Linien. Jetzt kommen 3 horizontale Linien. Dann addiere ich die Punkte, an denen sie sich kreuzen. Ich fange mit den ersten 3 Linien an. Das sind 9. Dann kommen diese 2 Linien. Das sind 6. Und zum Schluss die eine Linie. Ich habe die Lösung. Ich habe es tatsächlich geschafft. Hätte ich mal die Streberin drangenommen. Warte, du hast es geschafft. Ich weiß gerade nicht, was real ist. Bravo, Jasmine, bravo. Danke. Ihr könnt jetzt alle applaudieren. Wow, sie ist ein Genie. Ich wusste, dass du das schaffst. Ich muss telefonieren. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ja, Jasmine, sie hat es geschafft. Ich bin total aufgewühlt. Jasmine, ich bin Matthew von den Nachrichten. Du bist live im nationalen Fernsehen. Deine Fans wollen alle Details wissen. Also, fantastisch. Und jetzt ein paar Worte von deiner Lehrerin. Ich möchte meiner Mutter und meinem Vater danken. Ohne sie hätte ich das nicht geschafft. Das sind unsere Testergebnisse. Ich hätte lernen sollen. Ich bin ein Genie. Wuhu! Das ist nicht gut. Ein neuer Tag, ein neuer Test. Oh, danke. Wow. Ich verstehe nur Bahnhof. Tief einatmen. Alles wird gut werden. Cool bleiben. Okay, dann wollen wir mal. Kann ich dir helfen? Was? Ups, falscher Tisch. Ich glaube, das hat sie mir durchgehen lassen. Okay, denk nach. Oh, ich hab's. Gut, dass ich immer ein Teleskop dabei habe. Mal sehen. Nichts zu sehen. Netter Versuch. Oh. Kriege ich eine 1 für den Versuch? Warte, ich habe eine Idee. Ich muss nur einmal tief einatmen und... Hey, wo ist mein Test hin? Ich muss schnell sein. Oh, das wusste ich nicht. Das hätte ich falsch beantwortet. Das hätte mir früher einfallen sollen. Welche Erleichterung. Was? Wo ist mein Test hin? Er muss hier irgendwo sein. Oh, ich hätte es wissen müssen. Suchst du das? Das hat wohl nicht geklappt. So schwierig war er nicht. Ich will keinen Test schreiben. Das wird richtig schlimm.
es nur die Lehrerin. Danke, Sie können ihn behalten, ernsthaft. Okay, so schwer wird er schon nicht sein. Ich lag falsch, das ist so schlimm. Ist es hier drin heiß? Oh, schon besser. Was ist denn da hinten los? Wahrscheinlich gar nichts. Du schaffst das. Wem mache ich etwas vor? Keine Panik, cool bleiben. Alles gut, niemand hat was gemerkt. Oh, das ist echt viel Schweiß. Absolut ekelhaft. Wie äußert sich ein Herzinfarkt? Das ist doch nicht normal. Irgendwas stimmt nicht. Ich wusste, es würde so enden. Wow, sie dreht voll am Rad. Naja, ich lese mal weiter. Ich habe keine Zeit mehr. Ich fange an. Ich bin so nervös. Jetzt zittere ich total. Wie soll ich denn so schreiben? Unter Druck kann ich nicht arbeiten. Mir fällt das Atmen schwer. Ich hätte kein Thunfisch-Sandwich essen sollen. Die Tüte stinkt. Okay, Konzentration. Nope, ich kann das einfach nicht. Julie, alles in Ordnung? Nicht schon wieder. Gut, dass ich für den Test gelernt habe. Hey, wie geht's dir? Sorry, ich bin beschäftigt. Wie unhöflich. Naja, was soll's. Dann packe ich eben aus. Hier kommt das Federmäppchen hin. Was zum... Kannst du vorsichtiger sein? Sorry, das war ein Ausversehen. Ich bin jetzt leise, versprochen. Okay, dann wollen wir mal. Hey, Hazel. Hazel, hier drüben. Was? Wo ist sie hin? Biu, erwischt! Sieh mal, ein kleiner süßer Hund! Lass mich in Ruhe, bitte! Setz dich wieder hin! Sie ist wohl eine Kunstbanausin! Hey, was schreibst du da? Hör auf! Wie gemein! Lass uns Spaß haben! Was war das? Ich schau nur kurz nach. Wow! Oh, komm schon. Wie einfach. Und die auch. Wo bleibt die Herausforderung bei diesem Test? Das macht Laune. Und ich bin fertig. Das ist ein neuer Rekord. Oh. Die Schule hat noch gar nicht angefangen. Naja, es gibt noch so viel zu tun. Ich gieße die Pflanzen. Schon besser. Ich fülle das für sie auf. Darf ich? Wow, Mann, ist das staubig. Die Schüler müssen stolz auf ihre Schule sein. Was machst du da? Beachte mich nicht. Hast du mein Haar berührt, Nerd? Ich bereite den heutigen Test vor. Ich schreibe ein paar knifflige Aufgaben auf. Das war cool. Aufwachen. Der Test kann beginnen. Ach so, danke, Julie. Oh, Tee. Sehr fein. Was ist denn dein Problem? Ich schreibe den Test nochmal. Unfassbar. Na los, keine Widerrede. Setz dich hin und keinen Mucks. Sie haben begonnen. Geh hinein. Du kannst mich nicht zwingen. Oh, doch. Lass los! Bitte, geh einfach hinein. Oh, keine Chance. Immer dasselbe mit dir. Du lässt mir keine Wahl. Entschuldigung, Julie wartet hier draußen. Hä? Wer bist du? Julie, komm hierher. Hör auf. Das ist lächerlich. Nun geh schon rein. Oh, ich hab's. Wie wäre es mit Pop-Its? Die sehen toll aus, aber nein. Dann gibt es nur noch eins zu tun. Ich bezahle dich. Nope. Ich dachte, das würde funktionieren. Ich behalte das für später. Aha. Stimmen dich Süßigkeiten um? Ich liebe Süßes. Genauso. Immer weiter. Her damit. Folge den Süßigkeiten. Gleich sind wir da. So viele Süßigkeiten. Und sie gehören ganz dir.
Wow, alle für mich? Das lasse ich mir schmecken. Halt! Was ist hier los? Sie hat mich ausgetrickst. Das merke ich mir für nächstes Mal. Das war knapp. Ich gehe da nicht rein. Oh doch, das wirst du. Beweg dich sonst. Okay, das hat mich überzeugt. Das ist schon besser. Ich muss mich beeilen. Ich habe noch so viel Zeit. Keine Grund zur Panik. Klasse, gebt eure Tests ab. Die Zeit ist um. Geschafft! Gut gemacht, Miles. Das war echt knapp. Gut gemacht, Klasse. Das ist ein Kinderspiel. Die sollen sich mal entspannen. Okay, das war's dann wohl. Geben Sie mir darauf eine 1? Sorry, du hast die Abgabe verpasst. Und? Nehmen Sie schon. Wie heißt du? Julie, oder? Ich weiß, was zu tun ist. Na los, finden Sie meinen Test. Komm wieder zurück. Meine Tests. Oh. Der Test beginnt gleich. Ich sollte besser auspacken. Oh, Moment mal. Ich muss zuerst noch ein paar Sachen auspacken. Man kann nie genug Stifte haben. Man weiß nie, wann ein Stiftnotfall passiert. Dauert das noch länger oder... Hier, dann Test. Moment noch. Ich brauche meinen Glücksbringer. Er ist so süß. Wie viele Sachen denn noch? Ich liebe Fidget Spinner. Den brauche ich auch. Echt jetzt? Wir haben eine Uhr. Das weißt du doch. Okay, nimm deinen Test. Moment, bin gleich soweit. Das darf ich nicht vergessen. Oh, mach schon. Das ist ein tolles Buch. So verlaufe ich mich nie. Okay, das war dann alles. Ups. So ein Schlamassel. Das hebe ich wieder auf. Nicht so schnell. Bleib, wo du bist. Nimm den Test und beginne zu schreiben. Wow, die ist wohl schlecht drauf. Sie sollte sich mal entspannen. Gibt es was Schöneres, als an einem brandneuen, wunderschönen Outfit aufzutreten? Nichts kann diesen Moment ruinieren. Ha? Sind das Tauben? Hallo, Vögelchen. Hab nicht gerade eine nagelneue Bluse. Oh, ich muss duschen. Oh, Hilfe. Ist okay, Arme hoch. Okay, ich zieh dir das im Handumdrehen aus. Siehst du? Und nun zum Unterteil. Besser gesagt, zum neuen Kleid. Noch ein oder zwei Schnitte und schon hast du ein neues Outfit. Okay, Arm bitte. Wow, du brauchst noch was für die Taille. Den Gürtel brauchst du mehr als ich. Gleich fertig. Oh, Vorsicht. Hey, das neue Outfit ist nicht schlecht. Ist sogar besser als das erste. Danke. Kein Problem. Na los, geh schon. Oh, präsentier dich, Mädel. Also das nenne ich mal einen epischen Mädels-Hack. Vorsicht mit dem Wind. Ich liebe Sonntagnachmittage. Oh, da ist sie ja. Die sind für dich. Ich verstehe nicht. Was? Was macht mein Freund denn da? Und wer ist dieses Mädchen? Schau nur, wie er sie anschaut. Ich glaube das nicht. Glaub es. Kameras lügen nicht. Ach,
Erfrischend. Jetzt bist du dran. Ach, das ist ja schrecklich. Hey, Schatz. Überraschung. Überraschung? Hallo. Für dich. Und die sind für dich. Kannst du das erklären? Na los, red schon. Dein Ernst? Oh, bye. Oh, warum sind die Jungs eigentlich so gemein? Ich hätte es wissen müssen. Warum liebt er mich denn nicht? Das ist so ungerecht. Hä? Das ist Kevin. Er will mit mir ausgehen? Wow. Ich schicke ihm ein Foto zur Bestätigung. Wow. Aber sicher nicht mit diesen Waschbäraugen. Ich hätte mal besser wasserfeste Mascara nehmen sollen. Das geht nicht ab. Oh, komm schon. Oh, was haben wir denn hier? Mascara-Tränen? Ich komme. Hallo nochmal. Eins nach dem anderen. Das kommt weg. Was ist hier los? Das dauert nur eine Sekunde. Nein, bitte nicht! Das ist nur Klebeband, siehst du? Oh. Ich zeig dir, was man damit macht. Ist alles an seinem Platz, wähle deinen Farbton. Dann einfach alles auf das Augenlid auftragen. Die andere Seite nicht vergessen. Sieht gut aus. Fertig. Gut gemacht. Und wie sieht's aus? Ist der verschmähte Mascara weg? Denn es fühlt sich gut an. Ja, ist sehr schön. Ich verschwinde mal lieber. Ich danke dir. Ich bin's, siehst du? Ich konnte dich doch damit nicht allein lassen. Niemals! War auch echt kein Problem. Bye. Hey, wie geht's? Oh nein, was war das denn? Ich habe gar nichts gesehen. Mindy? Was? Dein Hintern! Da klebt was an deinem Rock dran. Hä? Oh nein. Ich muss weg. Mindy, warte. Oh, wo soll ich nur hin? Niemand darf meinen Hintern sehen. Mindy, alles wird gut. Hör zu, ich habe Wechselsachen dabei. Warte nur, ich habe genau das Richtige. Ich muss es nur finden. Tada! Hier, die kannst du anziehen. Die müssten dir passen. Oh, danke. Zieh sie gleich mal an. raus aus dem Alten und rein ins Neue. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, die ist viel zu groß. Lass mich nachdenken. Ich hab's. Ich passe sie einfach am Knopf an. Ich ziehe den durch die Schlaufe und dann wie gewohnt zuknöpfen. Siehst du? Oh, wow, das ist richtig gut. Oh. Ja, wir sollten gehen. Mit Teamwork kommt man weiter. Ah, wohl wahr. Oh ja. Oh, wow. Ist mein Lächeln freundlich genug? Ja. Oh, mein Telefon. Warte, um 6 ist eine Party? Wie cool, willst du hin? Definitiv. Yes! Wie viel Zeit bleibt uns noch zum Vorbereiten? Weniger als eine Stunde. Wir müssen schnelle Entscheidungen treffen. Ich hab's. Und los geht's. Wer wird die Schnellste sein? Ich hoffe, du bist bereit dafür. Auf die Plätze. Fertig. Los! In der Linie bleiben. Sehen die zu voll aus? Augenbrauen. Fertig. Oh, jetzt aber schnell. Hoffe, die Linie ist gerade. Und nun zum anderen Auge. Und? Fertig. Ach ja, ich kann auch Eyeliner auftragen. Winged Eyes für den Sieg. Langsam, langsam.
Ah, wir kommen noch zu spät. Okay, Augen sind fertig. Oh. Okay, Sunny, beeil dich. Fertig. Ich bin dran. Und nun kommt Rouge, Baby. Oh, ich muss meine Stirn machen. Bist du fertig, Mindy? Wunderbar. Lipgloss sollte auch nicht zu lang dauern. Siehst du? Fertig. Wow, der Druck ist hoch. Lip Liner braucht immer ewig. Aber wenn ich vorsichtig bin, wird's auch klappen. Okay, fast fertig. Und nun zum Gloss. Gleich geschafft. Ich trage heute was mehr auf. Klasse, sieht gut aus. Noch 10 Minuten. Ich hoffe, die Leute mögen meine blauen Wimpern. Sie passen so gut zum Orange, siehst du? Wow, wunderschöne Wimpern. Und so bekommst du sie auch. Kratze zuerst etwas blauen Lidschatten ab. Dann gibst du etwas davon in den klaren Mascara hinein. Und nun steckst du die Bürste rein und mischst es. Und irgendwann ist dann alles blau. Und schon bist du fertig. Du hast blaue Mascara gemacht. Wow, so einfach? Oh, es ist 5 vor. Gehen wir. Wieso geht die Tür nicht auf? Klemmt sie oder was? Oh, bitte komm rein. Hi. Hey. Hier, räum das bitte weg. Viel Spaß damit. Okay, danke. Also, ich bin Kylie. Wo bleiben meine Manieren? Hier, dein Trinkgeld. Okay, das ist etwas schräg, aber ich nehme es gerne an. Danke nochmal. Wie sehe ich aus? Du bist echt lustig. Ich liebe es, wenn Bedienstete lustig sind. Oh, wie elegant. Voll cool, so viele Likes. Sie lieben mich. Also, die Bluse ist aus Paris, die Tasche aus Mailand. Oh, und das hier? Das wurde handgefertigt. Oh, wow. Ich weiß, das ist einzigartig. Und natürlich habe ich die passende Tasse. Dein Style ist der Wahnsinn. Warte, check das aus. Oh, ich bin so neidisch. Das ist die limitierte Edition. Die Kamera ist genial. Smile. Wow, wie schön. Wer ist das? Madu? Oh, hey. Wie geht's? Schöne Tasche. Erinnert mich an dich. Hey, wir sollten Freunde werden. Hey, lass dich nicht ablenken. Hast du Lust, später shoppen zu gehen? Na, wie wär's? Was ist? Ich unterhalte mich gerade. Echt jetzt? Wie ungewohnt. Oh, ich hab's. Papi sagt immer, Geld löst alle Probleme. Erklär. Was ist? Das ist für dich. Okay, wie du meinst. Okay, also damit habe ich nicht gerechnet. Warte kurz, meine Haare stören. Ich habe keinen Haargummi. Dann nehme ich einfach das hier. Der Stift hält meine Haare zusammen. Echt clever, die Frisur steht dir. Oh, ich wollte ja noch etwas essen. Echt lecker und ist ein genialer Lippenstift. Das ist sowas von umweltfreundlich. Wow. Boom, echt cool, oder? Boom, das sieht toll aus. Hast du nach der Schule Zeit? Echt jetzt? Ich brauche einen Kaffee. Wie cool, ich hatte so viel Spaß mit dir. Dieser Style ist so cool. Was geht hier ab? Und die Tasche, er ist genial. Warte, ich muss kurz... Oh, das passiert hin und wieder. Oh, voll bescheuert. Hä? Hallo, Klasse. Wie gefällt euch mein neuer Look? Das ist ein Albtraum. Ich muss schnell meine Haare richten. Exzellent. Oh, ich muss hier raus. Oh, ich habe gar keinen Bock. Es ist nur eine Kiloangabe. Enttäusche mich nicht. Bitte. Oh, komm schon. Ich hatte nichts außer Luft. Wie ist das möglich? Hallo? Komm rein. Hör zu, es geht nicht nur um das Aussehen, sondern auch um dein Gewicht.
Oh, was soll man da noch sagen? Ich kann mich ändern. Das sagt jeder, Darling. Zeig mal, was du drauf hast. Beruhige dich, du schaffst das. Na los. Die Kamera liebt mich. Der perfekte Schnappschuss. Woo. Gib alles, Darling, genauso. Ja, weiter und weiter. Wie ist das? Wundervoll, Darling. Das reicht. Okay, das ist genug. Wie sehen die Fotos aus? Hm. Und, wie war ich? Ich rufe dich an, vielleicht. Oh, okay. Danke für die Fotos. War mir ein Vergnügen. Oh, hi. Der Hausmeisterschlüssel ist unten. Nein, ich bin ein Model. Du? Ich wollte das mal ausprobieren. Okay, dann wollen wir mal sehen. Komm mit. Okay, cool. Also zuerst musst du dich auf die Waage stellen. Du hast keine Chance. Wirklich? Was ist? Du bist der geborene Star. Echt? Wow. Oh ja, genau so. Wow. Hübsches Top. Ups. So elegant wie eine Babygiraffe. Wie ist das? Ich bin so wunderschön. Upsi. So ein Tollpatsch. Das macht echt Laune. Ja, schön für dich. Okay, ich glaube, das war's für heute. Und? Wird aus mir ein Model? Darling, du bist es. Ich hab dich entdeckt. Mailand, wir kommen. Wow, echt? Bist du sicher? Dankeschön. Du erdrückst mich. Was geht? Hi, einen großen Kaffee bitte. Gute Wahl. Ist das echt? Britney ist ein Model? Aber wie? Das ist unfair. Hier ist ein Kaffee. Danke. Das Rückgeld ist für dich. Danke. Oh, etwas Kaffee wird mir gut tun. Das darf nicht wahr sein. Oh nein, sie ist überall. Ich kann ihr nicht entkommen. Was ist mit der los? Nehmt das Geld. Geld für alle. Liebt mich. Sie gefällt mir. Ich liebe ihren Style. Echt klasse. Es funktioniert. Wie elegant. Ist das für mich? Oh, vielen Dank. Ich möchte für euch singen. Yes. Oh, meine Ohren. Sie lieben mich. Sind das Freudentränen? Hör bitte auf. La la la. Dieser Song ist für die Jury. Bitte nicht. Hör endlich auf. Meine Ohren bluten. Leg das Mikrofon weg. Was? Ihr habt genug gehört? Das war schrecklich. Oh, okay. Hört auf zu tanzen. Runter von der Bühne. Ihr blamiert mich. Das war eine schreckliche Darbietung. Wer ist die Nächste? Hi. Wo soll ich stehen? Komm etwas näher, Darling. Danke für die Einladung. Wie sieht sie denn aus? Sie hat eine Engelsstimme. La, la, la. Ihre Stimme berührt mich im Inneren. La, la. Was geht da vor sich? Dieser Performance fehlt das gewisse Etwas. Na, wie gefällt euch das? Wow, hey, voll cool. Geht mein Plan auf? Sie ist ein Naturtalent. Ich bin im Himmel.
Mal sehen, was passiert ist. Hä? La, la, la. Was? Wie ist das möglich? So wunderschön. Zugabe. Vielen Dank. Wie lieb von euch. Der Sieg geht an dich. Tolle Darbietung, wirklich. Oh, vielen Dank. Ich liebe euch. Ach, ich hasse Tests. Was mache ich jetzt? Ach, das ist voll easy. Okay, konzentriere dich. Wo bleibt sie? Ich brauche Hilfe. Oh, ich hab's. Ich rufe sie an. Ich brauche deine Hilfe. Ich bin im Urlaub. Bitte? Nein. Ich bezahle dich auch. Hallo? Hat sie echt einfach aufgelegt? Hallo? Was ist denn mit Kylie los? Einatmen? Ausatmen? Hey, keine Panik. Nimm das und hilf mir, bitte. Okay, ich helfe dir. Beeil dich, bitte. Ich nehme so viel Geld. Und multipliziere es damit. Okay. Und das kommt auch hinzu. Was ist das Ergebnis? 1, 5, warte, ich weiß es. Ich sollte Lehrer werden. Okay, Freunde. Wow. Ich bin stolz auf dich, wirklich. Hä? Wem gehört denn dieses teure Auto? No way, das ist Jennifers? Wenn es ums Fotografieren geht, sind tolle Hintergrundaccessoires ein Muss. Naja, plus sinnliche Blicke natürlich. Und gepostet. Nein, wie soll ich da mithalten? Schicke Autos bekommen Likes, hä? Huh? Was ist mit Mini-Versionen? Alles ist eine Frage der Perspektive, siehst du? Kameratricks für den Sieg! Dieses Origami-Zeug ist anspruchsvoll. So viel Arbeit für das hier? Das ist so mickrig. Was soll's? Weiter geht's. Okay. Okay, das ist mein letzter Versuch. Immer noch doof. Mir geht langsam das Papier aus. Oh, du hinterlässt einen Müllberg. Jennifer und ihre Basteleien. Moment mal. Ich habe eine geniale Idee. Jennifer, willst du was Lustiges machen? Mit einem Mülleimer? Du hast den Verstand verloren. Lass uns Spaß mit Schatten haben. Das sorgt für einen tollen Hintergrund. Fang an, Fotos zu machen. Oh, als ob du unter Wasser wärst oder so. Du bist dran. Diese Bilder werden so viele Likes bekommen. Sieh nur, wie cool sie geworden sind. Wer braucht schon ein professionelles Studio? Zeit für meinen täglichen Motivationsschub. Ich will meinen inneren Rockstar wecken. Es heißt doch, Nachahmung sei die ernsthafteste Form der Schmeichelei. Stehen mir diese Haare nicht großartig, hm? Aber das ist nichts ohne die Brille. Ich sehe toll aus, oder was? Aber etwas fehlt. Wo finde ich so eine Kette? Mein Hals ist so nackt ohne sie. Hab ich hier was drin? Mal sehen. Oh, ein hoffnungsloser Fall. Schade um den Look. Aber ich mach das Beste draus. Hä? Was in aller Welt hast du denn da? Erkennst du es jetzt? Eine 1 für die Mühe, denke ich. Genau, ich weiß, was du brauchst. Ja, das ist es. Ich muss sie nur richtig umlegen. Sieht nicht mehr wie eine Handtasche aus, oder? Großartig, danke. Macht es dir was aus? Oh, die werden gut.
Die sehen gar nicht aus wie du. Schau sie dir an. Lass uns zusammen gucken. Das ist definitiv das Beste. Wow, schau dir all die Likes an. Danke dafür. Oh, hast du Jens neuen Post gesehen? Ist Billy wirklich hier? Da drüben! Gute Nachrichten verbreiten sich schnell. Sie glauben wirklich, dass ich sie bin. Mach viele Fotos, okay? Das ist ein einmaliges Bild. Das ist nicht besonders... naja. Der Spiegel. Ich hab's. Eine Sekunde. Halt mal. Schön stillhalten. Jetzt bin ich auch drauf. Okay, bereit? Lächeln. Ja, weiter so. Oh, schau dir das ganze Zeug an. So süß, oder? Happy Birthday, Jennifer. Ich habe etwas ganz Besonderes. Tada! Oh, ich liebe Teddys. Danke. Alles für meine beste Freundin. Machst du ein Foto von uns? Oh, das wird so bezaubernd. Hm, irgendwas stimmt hier nicht. Was? Gib mir mal den Bären. Okay, vertrau mir einfach. Ich pose einfach alleine? Nicht wirklich. Bist du jetzt bereit? Und Action! Ich sehe dann einfach hübsch aus. Willst du sehen? Ziemlich cool, oder? Jetzt hat er deine Größe, siehst du? Das ist unglaublich. Er ist riesig. Oh, schau dir dieses bezaubernde Herz an. Hm, was soll das denn? Echt schräg. Warte mal. Ich spüre ein großes Foto entstehen. Schau zu und lerne. Ich fotografiere es aus verschiedenen Blickwinkeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe. Weil ich noch nicht fertig bin. Und jetzt kommt der Zauber. Siehst du? Einfach stapeln. Dann leg ein transparentes Stück oben drauf. Und jetzt noch Wasser drauf. Ein paar Mal sprühen sollte reichen. Okay, was machen wir denn dann? Ich mache ein paar Fotos mit meinem Handy. Super! Schau, wie sie geworden sind. Als gäbe es eine Million Bonbons. Und das ist noch nicht mal bearbeitet. Entschuldigung, Mädels. Müsstet ihr nicht Hausarbeiten erledigen? Oh. Und vergesst nicht, das hier zusammenzulegen. Enttäuscht mich nicht, Mädels. Oh, na gut. So viel zum lustigen Nachmittag. Wäsche zusammenlegen ist echt öde. Oh, das hatte ich glatt vergessen. Hey, ich habe eine tolle Idee. Oh yeah. Komm her, Jen. Ja. Was ist besser als Hausarbeit zu machen? Ein cooles Fotoshooting natürlich. Schau, so viel Wasser. Jetzt kommt der Fotozauber. Okay, ich bin bereit. Ich brauche nur ein bisschen mehr Licht. Oh, mein Fehler. Das ist besser. Lass uns noch Bewegung reinbringen. Wow, das sieht fantastisch aus da unten. Ich halte die Wellen am Laufen. Ich sehe aus wie eine Meerjungfrau. Das musst du dir ansehen. Die Beleuchtung ist umwerfend. Sieht aus, als wärst du unter Wasser. Da war ich doch, oder? Warte mal. Mama wollte, dass wir das zusammenlegen. Und zurück in die Realität. 25, 26. Und jetzt zu den Schultern. Was ist los? Oh, ich glaube, die Glühbirne ist durchgebrannt. Irgendjemand da drin? Das war's dann wohl mit Lesen. Oder?
Bei dem Ding sind definitiv die Lichter aus. Wie alt ist diese Glühbirne eigentlich? Sieht gar nicht so alt aus. Warte mal. Sieht aus, als ob Jennifer da drinnen feststeckt. So cool. Jen, posierst du für ein Foto? Ich habe da eine Idee. Tu so, als wärst du gefangen. Etwa so? Ja, das ist perfekt. Wie lebt es sich so in einer Glühbirne? Es sieht aus, als ob ich wirklich da drin bin. Fantastisch. Wusstest du, dass du eine Null erhältst, wenn du diese Zahl mehrfach quadrierst? David, du erstaunst mich immer wieder. Wow, wer ist dieser Typ? Er ist etwas wirklich Unglaubliches. Die Augen. Er ist wie eine lebende griechische Statue. Sogar sein Haar ist perfekt. Wow, ich muss mich konzentrieren. Sehe ich wirklich so aus? Nicht gerade ideal. Aber warte, ich glaube, ich habe etwas, das helfen kann. Make-up-Gesichtsmaske zur Rettung. Wie ein großer Stempel für dein Gesicht. Was zum... Fertig. Entschuldigung. Wow. Hallo, du Süße. Warum lacht er über mich? Hör auf damit. Niemand lacht über meine beste Freundin. Naomi? Er drehte sich einfach um und lachte mich aus. Ich werde diese Couch nie mehr verlassen. Sieh dir nur das Mädchen an. Ihr Lippenstift ist perfekt. Ich werde nie so schön sein wie sie. Sie bekommt wohl jeden Mann, den sie will. Ich bin hübscher als du. Jetzt reicht's aber. Ich weine, Naomi. Sie ist hübsch, aber was soll's? Hör zu, ich glaube, wir können dieses Problem lösen. Wir erstellen eine Liste mit Schönheitszielen. Ich weiß, dass das Aufschreiben von Zielen ein effektiver Weg zum Erfolg ist. Beginnen wir mit deinem Lächeln. Zeig deine Zähne. Okay, tada! Wann hast du die denn zum letzten Mal geputzt? Putzen sie jeden Tag die Zähne, haben aber trotzdem ein glanzloses gelbes Lächeln, wie dieser Mann? Das sind einige tief verwurzelte Flecken. Nein, danke. Du brauchst eine kleine Zahnbleaching-Aktion. Unsere Superlösung. Wow, du wirst mir später danken, Kumpel. Lass es etwa eine Minute lang in deinem Mund. Und lass die Borsten arbeiten. Und jetzt zeig uns deine perlweißen Zähne. Das nennt man Lächeln. Ich rufe jetzt sofort an. Ich will auch so einen, bitte. Ist es schon da? Das sind ja sie. Na, und ich habe deine Bestellung. Cool. Vielen Dank. Und noch diesen zahnigen Kerl dazu. Den will ich nicht. Raus mit ihnen. So, ich hab's. Toll. Versuchen wir es mal. Die sind wirklich so schlimm, hä? Huh? Okay. Oh ja. Yeah. Hey, die sind so schön weiß. Sieh sie dir nur an. Naja, vielleicht nicht direkt auf sie. Kannst du bitte deinen Mund schließen? Puh. Ich sehe hier immer noch Pünktchen. David, was kommt jetzt? Als nächstes müssen wir die Akne bekämpfen. Oh, toll. Ah! Upsi. Das war ein großer. Und was ist mit diesem hier? Oh Gott. Puh. Also, nein. So eine Erleichterung. Nein, hör auf. Das hilft dir nicht auszudrücken. Schau mal. Wow. Bitte sehr. Oh, so befriedigend. Sieh dir das an. Wie toll. Oh Mann. Juhu. Aber irgendwie eklig. Und ich habe genau die richtige Lösung für deine Haut. Aknepflaster.
Einfach einen auf jeden Pickel legen. Gut, dass ich die große Packung habe. Jetzt warten wir, bis sie Zauber wirken. Look. Und jetzt sieh dich an. Schau. Bin das wirklich ich? Ja. Oh, ich bin umwerfend. Danke. Ich könnte mich stundenlang anschauen. Und jetzt geht's an die Brauen. Ich bürste mir besser die Haare. Und zwar alle meine Haare. Schön weich. Oh, das ist ja ein ganzer Damenbart. Du hast sogar Haare da oben. So, wie sieht das alles aus? Nein, da müssen wir etwas tun. Etwas, um alle Haare zu entfernen. Zuerst die Brauen. Oder vielleicht zuerst den Bart. Ich weiß nicht. Das ist zu kompliziert. Welche Methode ist am effektivsten? Dieses Ding hier ist ziemlich cool. Ich glaube, ich hab's. Der Haarentferner 2000. Klingt toll. Tada! Wie funktioniert das? Ja, mach die Haare weg. Alle! Es ist alles glänzend geschnitten. Da, schau dir das an. Keine Unibrauen mehr. Und mein Damenbart ist völlig weg. Bin gleich zurück. All das kreative Denken macht mich hungrig. Zeit für Nudeln. Ich habe immer Lust auf so etwas. Komm zu Papa. Puh, die Dusche war toll. Zeit für Make-up. Mit reiner Haut macht Schminken viel Spaß. Perfektes Cat-Eye kommt sofort. Das war ein Kinderspiel. Aber so uneben. Vielleicht sollte ich diese länger machen. Und? Oh nein! Wie läuft's denn? Was meinst du? Genau. Darf ich dir helfen? Mit einem Taschentuch? Gib mir das. Bitte. Hä? Ein Pflaster. Für die Augen. Etwa so. Okay. Bitte sehr. Ich bin hier, David. Danke. Also einfach wie eine Schablone, richtig? Jetzt wird meine Linie gerade sein. Ich brauche nicht mal eine ruhige Hand. Und beide Seiten sind endlich eben. Und das Endergebnis? Soweit, so gut. Unglaublich, wie einfach das war. Hey, schau mal. Vielen Dank. Hey, deine Gabel? Ich habe eine Idee. Sie kann mir helfen, perfekte Konturlinien zu ziehen. Schön gerade. Und nur noch verblenden. Perfekt. Und der Griff hilft mir bei den Wangen. Schau dir diese perfekt gerade Linie an. Sieht ziemlich fabelhaft aus. Was ist mit meinen Lippen? Ich will perfekt volle Lippen. Irgendwelche Ideen? Ich weiß nicht so viel über Lippen. Lass mich nachdenken. Hey, ich weiß. Staubsauger. Oh, Staubsauger? Ich weiß nicht so recht. Naomi, nein! Puh. Oh nein, ich habe sie zu rot gemacht. Das hatte ich vermutet. Du kannst einfach dieses kleine Ding benutzen. Es übt den gleichen Druck aus. Reicht das? Nö. Jetzt? Okay. Zeit für die große Enthüllung. Da. Schön und voll. Danke. Du bist der Beste. Dann ziehe ich mich mal besser an. Ich habe ein Kleid unter meinem Bademantel an. Wie sehe ich aus? Dein Schweigen ist ein gutes Zeichen. Also, was denkst du? Und? Du, gut. Danke, David. Bis später. Was ist gerade passiert? Ich glaube, ich habe Naomi für immer verloren.
Warum muss sich alles ändern? Ich mochte sie von Anfang an, als sie diese bezaubernde Brille trug. Sogar ihre Akne war super süß. Ich habe immer ihre innere Schönheit gesehen. Ich muss zu ihrer neu entdeckten äußeren Schönheit passen. Tschüss, Akne. Hallo, schicke Kleidung und sauberes Haar. Oh yeah. Ich werde mein Mädchen zurückholen. Die Hallen sehen mit diesen Augen ganz anders aus. Kann ich mit den coolen Kids abhängen? Aber noch wichtiger, mit Jared? Okay, los geht's. Hey, warte mal. Was geht? Ich bin's, Naomi. Ich erkenne dich nicht wieder. Hey, sei nicht schüchtern. Wow, du bist so schön. Komm ein bisschen näher. Okay, aber warum denke ich immer noch an David? War er die ganze Zeit meine einzige wahre Liebe? Schließlich ist er auch mein allerbester Freund. Kann nicht glauben, dass ich das mache. Aber ich muss jetzt gehen. Hä? Hey! Tut mir leid, aber ich... Oh! David! Ich habe überall nach dir gesucht. Gut, dass du mich gefunden hast. Ich hau ab. Ich finde dich schön von innen und außen. Ehrlich? Wow. Bist du Sonnenanbeter oder Nachteule? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Like dieses Video und teile es mit deinen Freunden. Falls noch nicht getan, abonniere auch unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.